Ausbildungsstätte für Manager, Freizeitanlage für gut Betuchte. Solche Gedanken sind ja so abwegig nicht, schaut man auf die vielen gut verkauften Immobilien, die sich ehemals Ferienlager nannten. Doch diese Fährte ist falsch, die Pionierrepublik heißt heute Kinderland. Mehr dazu von Simone Duwe. Es ist ein Märchenplatz, an dem wir sitzen, denn wir sitzen am Ufer des Werr-Berlins. So sehr geriet Fontane ins Schwärmen, als er auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg hier vorbeikam. Begeistert sind auch die Kinder, die in diesen Sommertagen hier im Kinderland ihre Ferien verbringen. Das ist ganz gut hier, also macht Spaß zu baden und so und zu klettern. Süd hier, ja. Macht Spaß. Schönes Wasser ist außerdem noch hier und das ist das Schönste und die Stange runterzurutschen und so. Diese hier tummeln sind keine Auserwählten. Sie sind mit ihren Schulklassen oder mit ihrem Sportverein gekommen. Das ist nichts Besonderes für ein Kinderland. Doch das am Werr-Berlinsee hat seine spezifische Geschichte, war es einst die Pionierrepublik Wilhelm Pieck. Am 16. Juli 1952 eröffnete der erste Präsident der DDR selbst diese Republik, die anfangs noch für alle Kinder offen war. Doch die Zeiten änderten sich schnell. FDJ und Pionierorganisationen hatten die Republik bald in fester ideologischer Hand. Zur Auszeichnung für die besten Pioniere war der Aufenthalt am Werr-Berlinsee geworden. Gefüllt mit politischen Seminaren und Vorträgen für eine Karriere als zukünftiger FDJ- oder SED-Funktionär. Im Sommerlager dann die Schau für die internationalen Gäste. Kinder aus aller Welt empfanden die Losungen und Gelöbnisse sicher nicht als Lippenbekenntnisse. Heute ist es hier aber ganz anders. Die Elite ist völlig weg, das muss ich mal so deutlich sagen. Wir haben Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien, aus sozial schwachen Regionen. Und von daher gesehen ist der Anspruch der Elite, wie es vorher hier gewesen ist, nicht mehr da. Das Kinderland ist die größte europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte. Ihr Träger, der Internationale Bund für Sozialarbeit, Jugendsozialwerk. Mit seinem Konzept hatte er sich bei der Treuhand gegen eine große Konkurrenz durchgesetzt. Philosophie sehe ich in unserer Einrichtung, dass wir europäisch sind, dass wir über unsere Arbeit hier Vorurteile abbauen, dass wir die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendliche fördern wollen. Und da es auf dem Gelände eine richtige Schule gibt, können jetzt ganze Schulklassen aus umweltbelasteten Regionen, zum Beispiel aus Bitterfeld, Halle und Leipzig, auch während der Schulzeit hier wohnen. Aber auch behinderte Schulkinder können ihren Aufenthalt ausdehnen. Zum Beispiel ist hier die Gehörlosenschule des Landes Brandenburg das ganze Jahr über internatsmäßig untergebracht. Für Behinderte wird überhaupt viel getan. Zuerst wurden behindertengerechte Waschbecken, Toiletten und Duschen eingebaut. Natürlich werden Schritt für alle Kinder die Häuser renoviert. Solche alten Waschräume gehören bald der Vergangenheit an. Auch in den Zimmern begegnet uns noch Altes neben Neuem. Diese Jungs aus Bitterfeld mussten sich noch in den Möbeln von gestern einrichten, während diese Mädchen aus Magdeburg schon in den renovierten und neu eingerichteten Zimmern wohnen. Doch wer bezahlt das alles? Wir finanzieren uns durch die Teilnehmerbeiträge der mitgereisten Gruppen. Das funktioniert natürlich nur, weil der IB als eingetragener Verein keinen Profit machen darf. Und weil alle Bundesländer Zuschüsse für ihre Kinder zahlen. Diese mongolische Königsjurte ist ein Beispiel dafür, dass man zu DDR-Zeiten großen Wert auf ein internationales Flair legte. Aber auch das Kinderland will heutzutage nicht nur Begegnungsstätte zwischen deutschen Kindern sein. Die Gespräche laufen so, dass osteuropäische Länder in diese Einrichtung Kinder und Jugendliche kommen. Das wird aber dieses Jahr noch nicht klappen, eventuell 93, 94. Die Gespräche sind da. Die Bereitschaft auch. Die Zusammenarbeit ist signalisiert worden. Parallel dazu haben wir das westeuropäische Ausland angesprochen, deutsch-französisches Jugendwerk. Wir haben Erfahrungen mit Portugal und mit England. Somit haben wir dann also auf der europäischen Ebene auch eine Begegnung zwischen Ost und West. Durch das Heilklima am Werr-Berlinsee konnten 1991 Kinder aus Tschernobyl zumindest zeitweise ihre Gesundheit verbessern. In diesem Jahr gibt es dafür kein Geld mehr vom Bund. Das Land Brandenburg soll einspringen. Nun wartet die Leitung des Kinderlandes auf dessen Zusage. Wenn Ihre Kinder in den Ferien noch nichts vorhaben, im Kinderland sind noch Plätze frei im Juli und August. Am besten Sie rufen an in Altenhof unter der Nummer 6291. Altenhof 6291.
einen ist sie das Symbol des stalinistisch-sozialistischen Ungeistes in der Pädagogik, für andere vielleicht nur eine wehmütige Erinnerung an fröhliche Tage und missbrauchte Ideale. Die ehemalige Pionierrepublik am Werbellinsee, ein Ort mit Geschichte. Was davon heute bleibt, ist eine schöne Anlage mit hohem Freizeitwert. Eigentlich wollten sie die Japaner kaufen, doch daraus ist nichts geworden. Unter dem neuen Träger, dem Internationalen Bund für Sozialarbeit, ist sie jetzt offen für alle Jugendlichen, die kommen wollen. Was hast du so für ein Gefühl hier? Also daheim, das Ferienhaus ist super, da zum Urlaub mag ich mir das gut vorstellen. Stört euch das, wenn der Peak da noch steht oder so? Ich weiß auch nicht so recht. Ich kenne den eigentlich gar nicht so. Genau. Wir sind vor ein paar Tagen hierher gekommen und es gefällt uns gut und was drumherum ist, das nehmen wir auch so, wie es eben da ist. Am Wochenende gab es die musischen Bundesspiele der deutschen Jugend für Europa. Viel Folklore, allerdings mehr heimatlich als europäisch. Für die Veranstalter, selbst nur Gäste, ein fröhliches Fest und kein Anlass zur Befangenheit. Also wenn man so hinter uns schaut und auf den Wilhelm Peak guckt, dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass hier immer noch so ein bisschen was kursiert. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, hat sich das doch ganz schön gewandelt hier. Wenn man sich das anschaut, was hier so am Wochenende jetzt auch bei den Bundesspielen passiert, dann hat das eigentlich mit sozialistischer, was auch immer, eigentlich wenig zu tun. Und wie siehst du das? Man sollte diese herrliche Anlage wirklich für die jetzige Jugendarbeit nutzen. Denn ich glaube, diese Sache ist einmalig und kann als Kinderland wirklich auch in einem vereinten Deutschland wieder wirkungsvoll genutzt werden. Gänzlich unpolitisch soll die Nutzung sein, international und fröhlich. Und der Chef aus dem Westen beschreibt das Konzept wie folgt. Kinder und Jugendliche aus den alten Bundesländern, Kinder und Jugendliche aus den neuen Bundesländern, aus den umweltbelasteten Gebieten hierher zu holen. Somit haben wir eine Ost-West-Begegnungsstätte. Eine Begegnungsstätte war die Pionierrepublik angeblich schon immer. Dass sie es jetzt wirklich wird, scheinen viele ehrlich zu wollen. Man kann es der einmaligen Anlage und dem Besucher nur wünschen, dass es gelingt und sich nicht wieder einer breit macht, der den Ton angibt. In uns Deutschen steckt leider das Potenzial dazu. In Brandenburg arbeiten drei gesetzlich anerkannte Naturschutzverbände. Die Grüne Liga, der Bund für Umwelt und Naturschutz und der Naturschutzbund Deutschlands. Letzterer baut eine Jugendorganisation auf, die Naturschutzjugend. Naheliegend war, dass sich diese junge Organisation im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin mit einer Umwelt- und Naturschutzausstellung vorstellt, die kürzlich eröffnet wurde. In der Uckermark wurde 1990 das Biosphärenreservat Schorfheide-Korin von der UNESCO anerkannt. Es umfasst eine in Europa einmalig schöne Landschaft mit ausgedehnten Wäldern, Seen, Mooren und Wiesen, mit Tieren und Pflanzen, die in Deutschland nur noch selten vorkommen. Das Anliegen der Mitarbeiter des Biosphärenreservates, durch Zusammenwirken mit allen Einwohnern des Gebietes die Tätigkeit des Menschen mit dem Naturschutz in Übereinstimmung zu bringen. In der Schorfheide wird an Modellen eine umweltverträgliche Land- und Forstwirtschaft sowie sanfter Tourismus praktiziert. Damit soll nördlich von Berlin eine gesunde Umwelt erhalten werden, die die Brandenburger und ihre Gäste brauchen.